Sie hat ihren Vater gefunden und jetzt rettet er ihr das Leben. Wow, nach 30 Jahren klopft Anja bei ihrem Vater an der Haustür und das verändert ihrer beider Leben viel mehr als gedacht. Morgen werden sie ins Krankenhaus gehen, da will er seiner Tochter das Leben retten. Wenn Frank und Anja heute spazieren gehen, dann ist es, als hätten sie ihr ganzes Leben miteinander verbracht. Dabei ist ihr erstes Wiedersehen erst ein paar Monate her, nach 30 Jahren. Also gefühlt haben wir auch erst mal 5 Minuten nur uns umarmt und geheult und gelacht und geheult. Ja. Ich wusste dann inzwischen, ich bin Opa geworden inzwischen. Ich habe also einen Enkel und da habe ich sie überredet. Ich sage, pass auf, ich nehme in 2 Wochen frei, ich mache Urlaub. Habe das mit der Firma schnell geklärt und 2 Wochen später kam sie mit dem Enkel zu mir und hat eine Woche bei mir auch verbracht. Also das war, wir haben erst mal uns aufgesaugt. Ja. Mehr war da nicht. Doch nach dem großen Wiedersehen der erste Schock. Anja hat einen zerstochenen Arm. Frank Naumann stellt sich die Frage, ob seine Tochter Drogen nimmt. Ja, das fiel mir auf, kurz nachdem wir uns in Dresden wiedergesehen haben. Und ich habe sie dann, als sie mit meinem Enkel zu Besuch kam, dann mal angesprochen und gefragt, ob sie vielleicht Drogen nimmt oder irgendwas, weil ich habe so einen Arm noch nie gesehen und diese ganzen Einstiche. Und dann hat sie mir das erst erzählt, dass sie eben krank ist, an der Dialyse hängt. Das war auf der einen Seite beruhigend zu hören, dass er eben jetzt nicht auf dem falschen Weg gelandet ist. Auf der anderen Seite natürlich tragisch zu hören, dass meine Tochter, die einzige Tochter, so krank ist. Die 35-jährige Diplomkauffrau hat durch eine lange, unbemerkte Infektion beide Nieren verloren und muss 3-mal in der Woche zur Dialyse. Die Vergiftung passiert eigentlich relativ schnell. Also ich glaube, ich würde innerhalb von 1-2 Wochen würde ich sterben, wenn ich nicht zur Dialyse gehen würde. Ja. Deswegen ist für mich Dialyse aber auch immer eine Entscheidung fürs Leben. Als Frank von der Krankheit seiner Tochter erfährt, will er helfen und eine Niere spenden. Und tatsächlich, alle Tests verlaufen positiv. Morgen ist der Tag der Entscheidung, die Operation. In dem Moment, wo ich erfahren habe, wie schwer meine Tochter erkrankt ist, war das einfach für mich klar, es ist meine Tochter, ich will ihr helfen. Was kann ich tun, damit es ihr wieder besser geht? Übrigens, ich musste auch zu einer Ethikkommission in Karlsruhe, die mir die Fragen auch ähnlich gestellt haben. Wie kommst du dazu, eine Niere zu spenden? Wo ich einfach gesagt habe, hey, es ist meine Tochter. Mit der gleichen Selbstverständlichkeit, wie der Vater seiner Tochter bei den ersten Gehversuchen hilft, spendet er ihr jetzt seine Niere. Der nächste Tag. Die beiden auf dem Weg ins Krankenhaus in Heidelberg. Die Nervosität ist ihnen anzumerken, doch sie versuchen es mit Humor zu überspielen. Wo seht ihr euch in 10 Jahren? Irgendwo beim Sport. Auf Bali. Auf Bali, ja. Am Strand. Nein, da war gerade ein mit einem Drink in der Hand. Thailand, mach mal. Thailand, ja. Mit einem Drink in der Hand. Ja. Und dann geht's uns gut. Drinks. Alkoholfrei. Ja. Die letzten Schritte, vielleicht in ein neues Leben. Mit der Kamera dürfen wir sie jetzt nicht weiter begleiten. Der Eingriff wird nahezu gleichzeitig gemacht. Frank wird eine Niere entnommen und Anja eingesetzt. 8 Stunden dauert der Eingriff. Vier Tage später, an Anjas 36. Geburtstag, erhalten wir dieses Foto von ihnen. Frank schreibt dazu, vorn übrigens Anjas Geburtstagskuchen. Ich habe ihr dieses Jahr eine Niere geschenkt. Mittlerweile ist Frank auch schon wieder zu Hause. Es ist schon wieder eine Woche her, seit der OP. Anja hat meine linke Niere bekommen. Ihr geht es den Umständen entsprechend sehr gut. Sie ist bereits nach 4 Tagen von der Intensivstation auf die normale Nierenstation verlegt worden. Und von jedem Tag oder von Tag zu Tag geht es ihr besser. Sie läuft viel herum, ist wieder glücklich. Man sieht es ihr auch an. Erst das Wiedersehen nach 30 Jahren, jetzt die gelungene Transplantation. Anja und Frank schauen voller Zuversicht in die Zukunft.